liebe Wummersfreunde, hier sind wir in Haderhausen. Und zwar machen wir heute einen kleinen Spaziergang zum Wiesentgehege. Und dazu muss man hier oben auf dem Parkplatz, was ihr gerade schon gesehen habt, anhalten. Und dann hier diesen steilen Weg in Serpentinen runterlaufen bis unten zum See. So, dann wollen wir uns das mal ansehen hier, ne? Ja, kurz vor dem Wiesengehege kommt man dann an diesem Wildschweingehege vorbei und kann hier wunderschön die Wildschweine beobachten, wie sie hier im Schlamm nach was Fressbarem suchen. Was ist das? Mal gucken. Ja, hier von der Tarpanhütte kann man normalerweise die Tarpanpferde beobachten, die dann hier auf dieser großen Wiese stehen. Aber zurzeit sind sie nicht draußen, sondern stehen mehr im Stall. Und das sehen wir dann gleich. Sie werden die Pferde dann später dann noch gefunden. Und zwar, hier kann man ein bisschen lesen über diese Pferde. Und die standen dann alle im Stall oder am Stall zusammen und nicht auf der Wiese und wurden da also gefüttert. Und ein junges Fohlen, das lag die ganze Zeit in der Sonne und schlief mehr oder weniger. Wir haben uns dann die Pferde so ein bisschen angeguckt, bevor wir dann weitergelaufen sind zu den Wiesen. Ja, so, jetzt sind wir mittlerweile am Wiesengehege angekommen und es war schon etwas Schatten da, wo wir die Tiere gefunden haben. Deswegen ist es teilweise etwas dunkel, diese Aufnahmen. Aber hier standen dann die Wiesente und Wiesente, das sind ja europäische Bisons, werden sie auch genannt. Und es ist eine
europäische Rinderart. Und wie sie nannte, die kam im Mittelalter noch in den Urwäldern von Westen, Zentral- und Südeuropa vor. Und der Lebensraum der Wisente, das waren gemäß Laubnadel- und Mischwälder. Ja, muss ich gucken. Ja, die Wisente, das sind Herdentiere und dem Lebensraum entsprechend treten die in kleineren Gruppen auf, also typische Herden, die umfassen so 12 bis 20 Tiere und die bestehen aus Kühen und Jungtieren. Und die geschlechtsreifen Bullen, die halten sich nur während der Brutzeit bei den Herden auf. Und äußerlich ähneln diese Wisente dem amerikanischen Bison und ist auch mit dem Bison, also von Amerika kreuzbar. Also man kann die amerikanischen Bisons und die europäischen Bisons auch miteinander kreuzen. Ja, wir haben dann die Wisente hier verlassen und sind dann noch zum Wisent-Turm gelaufen. Das ist ein hölzerner Aussichtsturm, ein paar hundert Meter entfernt, hier vom Wisent-Gehege. Und es gibt da in dem Gebiet überall Hütten und überdachte Unterstände, von denen man die Tiere also beobachten kann und auch einiges an Informationstafeln, von denen man sich dann oder auf den man sich dann informieren kann, und sind dann weitergelaufen hier von den Wisenten zum Wisenturm, und den seht ihr dann gleich. So, eben haben wir hier schon die Flachlandwisente gesehen. Und jetzt, Quatsch, eben haben wir schon die Bergwisente gesehen. Die war nämlich hier, die Bergwisente. Und jetzt geht es hier zu den Flachlandwisente, obwohl die hier am Berg stehen. Also auch irgendwie verwirrend, aber so ist es. Also wie gesagt, wir laufen jetzt zum Wisenturm. Das ist ein ganz kleines Stückchen nur. Man läuft dann über diese Wege und ein klein bisschen den Hügel hinauf. Also von unten kann man den Turm hier schon ein wenig durch die Büsche sehen. Und es ist ein hölzerner Turm. Man muss dann hier ein kleines Stückchen diesen Weg hochlaufen und ist dann schon an diesem Turm angelangt. Also dieser Turm ist komplett aus Holz gebaut und hat innen drin eine ganz interessante Treppenkonstruktion, eine sogenannte Doppelhelix aus Holz gebaut. Also man läuft auf der einen Seite die Wendeltreppe hoch und auf der anderen Seite eine ineinander verschachtelte Wendeltreppe wieder runter. Das gleiche System gibt es auf der Freiheitsstatue in New York, also oben in der eigentlichen Figur der Freiheitsstatue auch. Also da ist die allerdings aus Metall. Man sieht hier diese verschlungene, ineinander verschlungene Doppelhelix, die man dann erklimmt, um oben auf den Turm zu kommen. Der Turm ist nicht so sehr hoch, man ist also nach einer Minute schon oben. Und man kann dann also von da aus wunderschön über dieses Wiesengehege hier schauen. Hoch mit der Doppelhelix. Dann oben. Und hier. Jetzt dann wieder runter.
So, liebe Wohnungsfreunde, das war's mal wieder für heute. Hier am Wiesentgehege in Haderhausen, nicht weit entfernt von Schärfede. Und es ist ein schönes Wandergebiet hier. Man kann gut spazieren gehen, sich die Tiere angucken, ganz interessant. Und ich würde sagen, wenn euch das hier gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet und aktiviert dann auch das Glöckchen. Dann werdet ihr immer erinnert, wenn wir ein neues Video hochladen. Ja, wir laufen zurück zu unserem Parkplatz und ich würde sagen, dann macht es mal gut, ne? Bis zum nächsten Mal und tschüss.